200 Jahre vergehen. Meine Gedanken, meine Erinnerungen sind unklar oder fehlen. Die Welt da draußen ist nur noch Asche und Feuer. Wir wurden hier unten eingesperrt, um zu überleben, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Aber wir wurden eingefroren, diese Kühlschränke. Ich bin der Einzige, der es geschafft hat. Ich muss weiterleben. Ich muss überleben. Ich muss hier raus. Mein Name, der ist Blake. Das war's auch schon mehr. Weiß ich nicht von mir. Ich habe weder Erinnerungen an meine Vergangenheit noch an die Gegenwart. Was ich jedoch weiß, ist, dass ich 200 Jahre eingefroren wurde in dieser Vault und dass die Welt hier draußen nicht mehr die gleiche ist wie früher. Das konnte ich jedoch alles in einem alten Computer dort unten in der Vault nachlesen. Ich hätte es gewundert, dass der eigentlich noch funktionierte, aber naja. Ich weiß nicht, warum ich mich dazu entschlossen habe, nach oben zu gehen, da mich dort eigentlich nichts anderes erwartet als eine tote und kalte Welt. Andererseits war es dort unten auch nicht viel besser. Vielleicht war es die Neugier, zu sehen, ob die Welt wirklich untergegangen ist, ob draußen wirklich alles tot ist, ob ganze Städte weggebombt wurden. Vielleicht wollte ich das wissen, oder aber vielleicht wollte ich einfach nur nicht sterben, ohne zu wissen, wer ich eigentlich bin. Ich weiß, das ist alles gerade etwas neu für dich. Diese ganze Scheiße bestimmt vorkommt wie ein verdammter Albtraum. Ich weiß das. Mir ging es genauso, als ich das erste Mal in die Oberfläche kam. Ab jetzt stehst du aber nicht mehr allein da. Ich versuche dir so gut zu helfen wie nur möglich. Aber ich kann dir nicht sagen, wer ich bin oder wo ich bin. Auf jeden Fall jetzt noch nicht. Aber du musst mich finden, unbedingt. Nur dann kann ich dir alle Fragen beantworten. Du musst in Richtung Süden gehen, okay? Concord, um genau zu sein, dort befindet sich in der Mitte der Stadt ein Gebäude, das heißt Museum der Freiheit. Dort musst du rein. Dort findest du das Holoband.
dann kommst du einen Schritt näher zu mir. Mich verstanden? Aber pass auf dich auf, unterwegs wirst du bestimmt auf einiges treffen, das dir etwas seltsam vorkommen wird. Es ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Ach, bevor ich es vergesse, im Kühlschrank drin ist ein kleines Geschenk von mir. Sei so gut und nimm's mit. Naja, ich hätte gesagt, mach dich auf den Weg und halt die Augen offen. Blake. In der nahegelegenen Siedlung fand ich ein Holoband. Zum Glück hatte ich von der Vault einen alten Pip-Boy mitgehen lassen, mit dem ich das Band abspielen konnte. So tat ich das. Als ich darauf hörte, war fast schon ein Schock für mich. Jemand hier draußen kannte mich und wusste, dass ich aus der Vault kam. Noch mehr verwunderte mich, dass hier draußen jemand überleben konnte. Wie auch immer er die Strahlung überleben konnte, oder vielleicht war er auch von der Vault ein Mitarbeiter, oder vielleicht war er mit mir eingefroren. Die Stimme hatte jedoch etwas Vertrautes. Das Band war zwar sehr verzerrt, aber mir kam die Stimme sehr vertraut vor. Hey, Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Willst du mitkommen, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Ich war bereits unterwegs nach Concord und wurde von etwas überrascht. Jedoch etwas sehr Positives. Ich traf auf einen Hund, der mir sehr freundlich gesinnt war, also beschloss ich, mich ihn mitzunehmen, wieso nicht? Ich konnte Gesellschaft brauchen hier draußen. Das Glück dauerte jedoch nicht lange und ich wurde mit einer etwas bösen Überraschung konfrontiert. Ich zog mir etwas anderes an. Ich fand einen alten Mantel an der Leiche und war mir ziemlich sicher, dass der nicht mehr brauchen würde. Ich war schon so gut wie in Concord, als ich Schüsse hörte, die aus dem Inneren der Stadt kamen. Ich musste dorthin, wusste aber schon im Vorhinein, dass dies sicher nicht leicht werden würde. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte!
Okay, Ruhe bewahren. Ich rate mein Ziel und schieße. Fick dich, fick dich. Scheiße, wir sind mir nicht so freundlich gesinnt. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Diese verdammten Puppen, die jagen mir eine Scheißangst ein. Dass sogar hier noch alles funktioniert, ist doch ein Wunder. Okay, ich muss nach oben. Das sind sicher noch mehr von diesen Idioten. Puh, das war knapp. Das mitnehmen, was wir gebrauchen können, und weiter geht's. Okay, ist nix. Munition, sehr gut. Ich muss jetzt irgendwie weiter nach oben. Das sind aber bestimmt noch mehr von diesen Pennern. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt mal verschwinden. Sonst werden wir doch erschossen. In der Tat. Sei nicht so ein Weichheit. Da sind noch mehr. Halten für die anderen die Stellung, wie man durchziehen. Es von uns erwartet. Bist du taub? Ruhig. Was? Puh, das war doch easy. Mann, diese Musik macht mich fertig. Okay, irgendwie diese Arschgeigen auslöschen, das Holobad finden und diesen einen Typ, der mir, naja, mehr oder weniger geholfen hat. Dem soll ich noch sprechen. Ich komme rein. Gott, das sind noch mehr von den Wichsern. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Okay, die passe ich jetzt ab. Um andere Sachen kümmern. Hörst du? Schleichen und abwarten. Aber ich komm wieder. Warum gelingt mir das so gut? Okay, sie haben mich noch nicht gesehen. Also ins Gesicht schießen. Ah, fast. Okay, Nick, komm rein, du Arsch. Gar nicht so schwer. Gar nicht so schwer. Okay, nachladen. Alles mitnehmen. Oh, ich hoffe nicht, dass das eine Falle ist. Gucken, ist hier noch jemand? Ist hier was? Alles mit dem, alles mit dem. So, was will der Typ zu mir? Ich bin allzeit bereit, ins Gesicht zu schießen, Mann. Versuch ja nichts Mann, Krummes. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Du schuldest mir was. Ja, na klar. Ich geb dir meine Truhe voller Smaragde, sobald wir diesen Mist hier hinter uns haben. Nein, das ich ist. Ich habe meine nicht. Eigenen Probleme, Garvey. Ja, und welche? Wenn du uns hilfst, können wir dir vielleicht auch helfen. Das ist meine Sache. Okay, in Ordnung. Entschuldige die Frage, aber wir brauchen deine Hilfe. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ist eine grausame Welt. Meinst du, ich weiß das Nein, nicht? Das ist es nicht. Was ich gesehen habe. Was ich getan habe. Naja. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Vielleicht. Aber wir haben eine Idee. Hoffentlich eine gute. Sturges, sag sie... Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun? Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, wir kommen wo man nicht eine findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Eine Powerrüstung, die kommt mir nicht ziemlich gelegen. Die könnte mir eine große Hilfe sein. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Ach Gott. Creepy Oma, echt.
Okay, zuerst den Energiekern finden und dann die Power-Rüstung damit in Gang setzen. Okay. Das klingt doch gar nicht so schwer. Aber wo ist dieser verdammte Energiekern? Hund, kannst du nicht erschnuppern? Was bist eigentlich gut? Hund, wo ist der Energiekern? Zeig es mir, komm. Leichen? Nee. Patriotismus? Auch nicht. Ich guck mal in den Keller, vielleicht ist da was. Das sieht gut aus. Was sieht dann. Ach Gott, das Schloss. Ruhig, steady. Nee, nee, nee. Ja, easy. Ganz leicht, ganz leicht. Hier, da ist der Energiekern. Okay, der gehört mal mir. Er hat gesagt, am Dach ist die Power-Rüstung. Da gehen wir mal hin. Da kann ich ganz locker flockig die Stadt aufräumen. Danach das Holoband finden und hoffentlich weitere Antworten bekommen von diesen mysteriösen Fremden. Die Power-Rüstung, ob die noch funktioniert? Ich meine, okay, ich habe den Energiekern, aber... Sagt über 100 Jahre steht die schon da oben. Bin ich ja mal gespannt. Muss ja komplett von Rost zerfressen sein. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht macht's ja Spaß.